Hallo zusammen, schön bewegt ihr euch heute mit uns. Wir haben hier den Martin und den Leandro. Genau. Die zwei machen zusammen mit mir. Ich bin die Lea, Übungen. Und wir machen 5 verschiedene. Wir brauchen ganz viel unseren Bauch und unsere Arme. Die erste Übung ist Schattenboxen. Genau, die zweite Übung gehen wir auf den Boden. Und wir machen den Scher mit unseren Beinen. Gut. Die dritte Übung bleiben wir gerade auf dem Boden. Dann wir so und das Füttchen immer rauf und wieder runter. Und wieder rauf und wieder runter. Sehr gut, das ist auch gut für unsere Beine. Die vierte Übung. Stehen wir auf, machen wir Kniebeugen, brauchen unsere schön breit anstehen. Und ab und gerade wieder rauf. Sehr gut. Und die fünfte Übung, die letzte. 3-mal kleine Sprünge und ein höher Gumpf. Okay? Gut. Super. Wir machen gerade, wir sind ready. Es geht los. 3, 2, 1. Und Schattenboxen, so schnell wie ihr könnt. Zack, 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 zack. Schön lachen, immer dabei. Super, machen den Rast. Du, die eine machst du sicher auch. Super. Falls du noch willst, kannst du jetzt noch deine Mami, dein Papi, dein Bruder, deine Schwester rufen, die auch noch mitmachen sollen. Sehr gut, machst du das. Noch 3, 2, 1. Let's go, okay. Die zweite Übung, wisst ihr noch, was es war? Am Boden, Chair, genau. Anliegen. Sehr gut. Gut, kannst du schnell ein bisschen verschnaufen, du die auch. Genau. Kannst du auch wieder mal Team schnell anliegen, schnell durchschnaufen. Und wir fangen gerade an. Auf los geht's los. Und los! Und wir verschiedenes Papier mit unseren Beinen gut aufheben. Den Kopf ein bisschen oben dran. Super, machen wir das. Sehr gut. Wir haben die erste schon geschafft. Du, die eine machst du sicher auch super. Gut durchheben, es ist anstrengend für unseren Bauch. Und gleich haben wir es geschafft. 3, 2, 1. Und gut. Super. Schnell aufstehen. Wir brauchen zwar nachher gerade wieder den Boden zum die Übung machen, aber wir können schnell unsere Beine ausschütteln. Dritte Übung. Machen wir auf den Händen. Das Füttchen immer schön rauf. Genau. Vielleicht noch mal schnell eure Handgelenke ein bisschen drehen. Sehr gut. Wir fangen an in 3, 2, 1, go! Aufheben und wieder runter. Das braucht auch gut unsere Beinmuskeln, dass wir gross und stark sind, dass wir über ganz viele Hürden kumpeln können. Sehr gut. Oder über einen Stein zum Beispiel draußen. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann haben wir die dritte Übung auch schon geschafft. Dann kommen wir zur zweitletzten Übung. Mögt eure Beine noch? Du solltest auch ein bisschen ausschütteln, klopfen. Ein bisschen Bein klopfen, dann sind sie ready für die zweite letzte Übung. Nämlich die Ausfallschritte, Kniebeugen. Ich bin auch fest am Schrauben und es geht los. Und runter und wieder rauf. Sehr gut. Immer runter und gerade wieder rauf. Als würde ihr irgendwo hinsitzen. Bein ganz weit auseinander. Der andere auch, Bein noch ein bisschen weiter auseinander. Sehr gut. Super. Und wieder rauf. Gleich haben wir es geschafft. Und noch 3, 2, 1 und gut. Gut, du die Hause kannst dir schon mal überlegen, was deine Lieblingsübung war. Es kommt nämlich jetzt noch die letzte von diesen 5. Kleine Sprünge und beim vierten Sprung das Bein, ein Bein schön aufheben. Gut, super. Super, macht ihr das. Und wir sind bereit, wir geben noch mal alles für die letzte Übung, auch du die Hause. Und es geht los. Und hüpf. Und hüpf. 1, 2, 3 und hüpf. 2, 3 und hüpf. Sehr gut. So hoch wie ihr könnt. Genau, wir können auch noch klatschen unter dem Bein. Dann haben wir ein bisschen Unterstützung. Sehr gut. Und wir haben es schon geschafft. Super gemacht. Team, super gemacht, Leandro. Du, die Hause, auch super gemacht. Wir freuen uns, wenn du das nächste Video anschaust auf unserem YouTube-Kanal und ganz fest und oft dich bewegst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.